Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wildlebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Bei uns sind vier Wildtaubenarten zu Hause. Die Ringeltaube, die Hohltaube, auch Holztaube genannt, die Turteltaube und die Türkentaube. Tauben sind seit jeher symbolbeladen. Sie gelten als Verkörperung des Friedens. Man spricht ja regelrecht von der Friedenstaube. In der christlichen Religion ist die Taube das Symbol für den Heiligen Geist. Der Symbolgehalt der Taube rührt aus alttestamentarischen Zeiten her. Als Noah mit der Arche am Ararat-Gebirge strandete, sandte er Tauben aus. Als eine von ihnen mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrte, wusste er, dass es nun wieder trockenes Land gab. Auch unsere Haustauben, die sich in manchen Städten zu einer wahren Plage vermehrt haben, stammen von den Wildtauben ab. Aber nicht von einer der vier genannten bei uns heimischen Arten, sondern von der Felsentaube. Bei keiner Taubenart kann man männliche von weiblichen Vögeln anhand äußerer Merkmale unterscheiden. Sie sehen absolut gleich aus. Auffällig ist die Tatsache, dass Tauben im Vergleich zu anderen Vogelarten ziemlich kleine Köpfe haben. Dazu kommen die kurzen Ständer, wie Jäger die Beine nennen, und die schwachen Zehen, auf denen sie mit kleinen Schritten dahintrippeln. Mit anderen Worten, sie gehören nicht zu denen, die gut zu Fuß sind. Dafür können sie großartig fliegen. In den Lüften bewegen sie sich außerordentlich schnell und geschickt. Ein weiteres besonderes Merkmal von Tauben ist ihr extrem dehnbarer Kropf, den natürlich auch unsere Wildtauben haben. Er dient zum Transport der Nahrung und zu ihrer Vorverdauung. Eine ganz besondere Rolle aber spielt er bei der Aufzucht der Jungen. Sie werden in der ersten Zeit nach dem Schlüpfen vom Tauber und von der Taube mit der sogenannten Kropfmilch ernährt. Das ist ein milchiges, fettreiches Drüsensekret aus der Kropfwand. Das Gefieder ist mit einem wachsähnlichen, wasserabweisenden Puder bedeckt. Das hängt wahrscheinlich mit der Tatsache zusammen, dass die Bürzeldrüse bei Tauben stark zurückgebildet ist. Denn bei anderen Vogelarten sondert die Bürzeldrüse eine fettartige Substanz ab, mit der die Vögel ihr Gefieder sozusagen einfetten und dadurch ihren Körper vor Nässe schützen. Das können Tauben in der Form nicht.
überhaupt das Gefieder. Damit können Tauben etwas, was anderen Vögeln nicht möglich ist. Sie können nämlich bei Angriffen von Fressfeinden, wie etwa bei einer Attacke eines Habichts, eine ganze Gefiederpartie abwerfen. So haben sie eine reelle Chance, zwar nicht mit heiler Haut, aber wenigstens lebendig davonzukommen. Das ist entwicklungsgeschichtlich gesehen ein geradezu genialer Trick. Aber er funktioniert bei weitem nicht immer. Deshalb wird so manche Taube trotzdem zur willkommenen Beute von Greifvögeln. Ihre Nahrung besteht vor allem aus bestimmten Pflanzenteilen, in erster Linie aus Samen, aber auch aus Getreide, aus Eicheln, Bucheckern und Beeren, sowie aus Insekten, Schnecken und anderen Kleintieren. Wildtauben fliegen ziemlich regelmäßig zu Wasserstellen, um zu schöpfen, wie Jäger das Trinken nennen. Das erledigen sie aber nicht schluckweise wie andere Vögel, sondern sie saugen das Wasser wie durch einen Strohhalm durch den eingetauchten Schnabel auf. Aus all diesen Beispielen besonderer anatomischer Gegebenheiten, von Lebens- und Verhaltensweisen wird klar, dass Tauben innerhalb der Vogelwelt eine gewisse Sonderstellung einnehmen. Nur die Turteltaube ist von den bei uns vorkommenden Wildtaubenarten ein echter Zugvogel. Die anderen treten bei uns als Stand- oder Strichvögel auf. Allerdings gibt es davon auch ein paar Ausnahmen bei Wildtauben, die zu mehr nördlichen Populationen gehören. Wildtauben brüten meistens auf Bäumen in Wäldern. Man findet sie aber auch in höheren Büschen, in Feldgehölzen und sogar in Parks und Anlagen in unseren Städten. Eine Ausnahme macht nur die Hohltaube. Sie ist ein Höhlenbrüter. Die Nächte verbringen alle Taubenarten auf bestimmten Schlafbäumen. Wildtauben leben nach der Balz im Frühjahr in sogenannter Jahresehe. Die Taube legt in der Regel nur zwei Eier, die sie abwechselnd mit dem Tauber je nach Art zwischen 13 und 18 Tage bebrütet. Bei diesem Geschäft ist der Tauber meistens in der Mittagszeit an der Reihe. Je nach Klima und Wetter bringt es ein Taubenpärchen auf 2 bis 4 Bruten im Jahr. Die Jungen sind typische Nesthocker. Es dauert rund 4 Wochen, bis sie das Nest nach und nach verlassen. In der ersten Zeit werden sie von beiden Eltern mit Kropfmilch gefüttert. Und es ist bemerkenswert, dass sich diese Kropfmilch auch bei den Taubern bildet. Zwar fallen alle 4 bei uns heimischen Wildtaubenarten unter das Jagdrecht, doch die selteneren Hohltauben und Turteltauben sind ganzjährig geschont. Ringeltauben und Türkentauben haben dagegen nur vom 1. Mai bis 30. Juni Schonzeit. Und nun wollen wir die 4 Wildtaubenarten im Einzelnen beschreiben. Unsere größte und zugleich häufigste Wildtaube ist die Ringeltaube. Sie wird bis zu 40 cm lang und bis zu einem halben Kilo schwer. Hier Ihr Steckbrief. Ihr Gefieder ist blaugrau mit einem leicht rötlichen Schimmer im Bereich der Brust. Man erkennt sie leicht an dem auffälligen weißen Halsfleck, den weißen Flügelbinden und der breiten schwarzen Endbinde am Stoß. Der Schnabel ist gelb, ebenso die Iris im Auge. Die Ständer sind rot. So jedenfalls sehen die erwachsenen Vögel aus.
Ringeltauben haben sich in den letzten Jahrzehnten fast explosionsartig vermehrt. Das belegen vor allem die Abschusszahlen. Vor dem Zweiten Weltkrieg lag die Jahresstrecke im gesamten Deutschen Reich bei etwa 230.000 Stück. Zurzeit ist sie, man glaubt es kaum, mit rund 900.000 Stück viermal so groß. Dafür muss es Gründe geben, und die gibt es auch. Die Ringeltaube, früher eher scheu, hat sich ziemlich plötzlich zum Kulturfolger gewandelt. Sie lebt nicht mehr nur in Wald und Feld, sondern ist auch in unsere Dörfer und Städte, Parks und Anlagen eingezogen. Dort findet sie nicht nur Schutz vor Greifvögeln, sondern auch vor Wind und Wetter, sodass ihre Reproduktionsrate innerhalb kurzer Zeit unglaublich schnell ansteigen konnte. Zusätzlich hat sie eine wirksame Strategie zur Verwirrung von Feinden entwickelt, indem sie große Schwärme bildet. Zur sprunghaften Vermehrung trägt auch die Tendenz der modernen Landwirtschaft zur Bildung großer Flächen bei. Durch Nach- und Zwischensaaten hat sich die Nahrungssituation der Tauben im Spätsommer und Herbst entscheidend verbessert. Und wegen der Klimaerwärmung finden Ringeltauben auch in den vergleichsweise milden Wintern der letzten Jahre ausreichend Nahrung. Wir erleben am Beispiel der Ringeltaube auf eindrucksvolle Weise mit, wie sich Lebensweise und Verhalten einer ganzen Tierart in einem relativ kurzen Zeitraum entscheidend verändern. Ringeltauben sind in ganz Europa verbreitet, nur den hohen Norden meiden sie. Wie alle Taubenarten leben auch Ringeltauben monogam in Jahresehe. Im März oder April besetzt der Tauber das Brutrevier und grenzt es mit seinen Balzflügen und Balzrufen ab. Ihre Nester bauen Ringeltaubenpaare fast immer in Bäumen. Dabei geben sie sich wenig Mühe, ja man könnte sogar sagen, dass sie geradezu schlampig, wenn nicht gar fahrlässig bauen. Viele Nester sind so nachlässig gebaut, dass man den Himmel oder gar die Eier von unten hindurch sehen kann. Kein Wunder, dass so manches Gelege schon bei starkem Wind zerstört wird. Die erste Brut, bei der die Ringeltaube wie immer zwei Eier legt, beginnt manchmal schon im März, wenn es noch ziemlich kalt sein kann. Das ist eine weitere Gefahr für die Nachkommenschaft, denn von diesen frühen Gelegen kühlt manches aus, sodass die Jungen gar nicht erst aus den Eiern schlüpfen können. Grundsätzlich brüten Tauber und Taube abwechselnd. Dabei ist der Tauber auch bei dieser Art meistens mittags an der Reihe. Die Jungen schlüpfen nach 16 oder 17 Tagen. Sie sind ziemlich hilflose Nesthocker und werden von den Eltern etwa 4 Wochen lang gefüttert. Zuerst bekommen die Jungen, wie gesagt, ausschließlich Kropfmilch, und zwar von beiden Eltern. Das ist ein nahrhaftes und fettreiches Sekret aus der Kropfwand. Beim Füttern stecken die Jungtauben ihre Schnäbel ziemlich weit in die Rachen der Eltern. Später dienen dann auch pflanzliche Stoffe als Nahrung. Zwar sind die Jungen nach ungefähr 25 Tagen flugfähig, aber sie bleiben noch ein paar Tage als sogenannte Ästlinge in der Umgebung des Nestes und werden auch noch von den Eltern gefüttert. Auch bei Ringeltauben gibt es bis zu 4 Bruten pro Jahr, die letzten sogar noch im September bis Anfang Oktober als Spätbruten. Machen wir mal eine Rechnung auf. Angenommen, ein Elternpaar bringt es in einem Jahr auf 3 Bruten, dann wären das 6 Junge. Weiter angenommen, das erste Gelege wird durch Windeinfluss oder Unterkühlung zerstört und nochmal angenommen, die Jungen aus dem letzten Gelege werden durch Feinde wie Stein- oder Baumarder, Habicht, Wanderfalke oder Uhu geschlagen, so bleiben 2 Junge übrig. Das ist dann die Zahl, von der Fachleute ausgehen. 2 Junge pro Taubenpaar pro Jahr. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sich die Population an Ringeltauben vom Frühling bis zum Herbst verdoppelt. Außerhalb der Brutzeit kommt es zur Bildung von Schwärmen, die manchmal Hunderte von Tauben umfassen, gemeinsam auf Felder einfallen und oft auch als Schlafgemeinschaften zusammenbleiben.
Zum Schlafen und Ausruhen suchen sich die Ringeltauben Bäume im Wald, an Waldrändern, in Feldgehölzen oder in Parks in der Nähe menschlicher Siedlungen. Sie haben sich bis zu einem gewissen Grad an Menschen gewöhnt und zeigen dann wenig Scheu. Da Ringeltauben frisches Blattgrün lieben, richten sie da, wo sie in Schwärmen auftreten, besonders im Frühling erheblichen Schaden an jungen Saaten und Gemüsepflanzen an. Im Sommer machen sie sich über Getreidefelder her, im Herbst sind Eicheln und Bucheckern an der Reihe, im Winter alles, was auf Feldern noch grün ist. Und das ist beim modernen Ackerbau nicht eben wenig, sodass Futter in ausreichendem Maße gesichert ist. Die Hohltaube, einziger Höhlenbrüter unter unseren Wildtauben, ist kleiner und im Ganzen dunkler als die Ringeltaube und ohne jede weiße Zeichnung. Die Brust schimmert vom Hals an grünlich-rot. Das Auffälligste an ihr sind zwei schwarze Flügelbinden. Vor allem im Flug kann man sie leicht mit der Haustaube verwechseln. Hohltauben sind bei uns Zugvögel. Sie verlassen im Herbst unsere Breiten und überwintern in Nordafrika, manche auch in Südspanien. Relativ spät, nämlich erst Ende April, Anfang Mai, kehren sie zurück. Sie sind sehr scheu und leben heimlich im Sommer paarweise, vor allem im Wald. Aber ihre Nahrung suchen auch sie in der Feldmark. Dort kann man sie dann und wann in der Gesellschaft von Ringeltauben sehen. Ihr bevorzugter Lebensraum sind alte Laubholzbestände. Sie brauchen besonders alte, kernfaule Buchen oder Eichen, weil sie als Höhlenbrüter in hohlen Bäumen, in alten Schwarzspechthöhlen oder ausgefaulten Astlöchern nisten. Abgesehen davon, dass Hohltauben als Höhlenbrüter eine Sonderstellung einnehmen, verlaufen Brut- und Jungenaufzucht fast genau wie bei der Ringeltaube. Die Hohltaube ist wegen ihrer Brutgewohnheiten sehr stark abhängig vom Vorkommen des kräftig zimmernden Schwarzspechtes und von Nisthöhlen in alten Baumbeständen, die bis vor nicht allzu langer Zeit von toten Stämmen gesäubert wurden. Das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass die Hohltaube bei uns vergleichsweise selten vorkommt und in ihrem Bestand gefährdet ist. In der Forstwirtschaft hat sich glücklicherweise ein Umdenken vollzogen. Kranke und tote Bäume mit ihren Löchern und Höhlen bleiben stehen, sodass die Hohltaube für ihr Brutgeschäft Unterschlupf finden kann. Man kann ihr auch dadurch helfen, dass man für sie geeignete Nistkästen anbringt, und zwar möglichst in Gruppen an benachbarten Bäumen. Es scheint, als ob sich der Bestand in letzter Zeit stabilisiert und hier und dort auch leicht zunimmt. Hauptfeinde der Hohltaube sind Baummarder und, wo vorhanden, auch Waschbären. Sie plündern die Nester. Auch der Habicht macht dieser Wildtaubenart durchaus zu schaffen. Sie benehmen sich wie die Turteltauben, sagt man über ein Liebespaar. Aber es ist nicht bewiesen, dass der Turteltauber mit seiner Lebensgefährtin auf Zeit zärtlicher umgeht als die männlichen Vögel anderer Taubenarten mit ihren Weibchen. Indes gibt es einige eklatante Unterschiede zu anderen Wildtauben. Da ist zum einen die Farbe. Ihr Grundton ist hellgraubraun, aber der Rücken ist rotbraun meliert, der schwarze Stoß ist weiß eingefasst. Die älteren Vögel haben einen schwarz-weiß gestreiften seitlichen Kehlfleck. Der fehlt übrigens den Jungvögeln. Zum anderen ist da ihre Zierlichkeit. Die Turteltaube ist die kleinste unserer Wildtauben. Und sie verbringt als Zugvogel nur die wenigste Zeit bei uns. Bisweilen zieht sie schon im August in wärmere Gefilde. Dorthin gelangen die Turteltauben auf drei Zugrouten. Die östliche führt über den Balkan und die Türkei nach Ostafrika, die mittlere über Italien nach Tunesien und die westliche über Spanien nach Marokko oder gar bis Mauretanien. Erst im Mai kehren diese zierlichen Tauben wieder zurück. In großen Schwärmen wie die Ringeltaube wird man die Turteltaube nicht antreffen. Auch deswegen nicht, weil sie bei weitem nicht so häufig vorkommt. Sie taucht meistens paarweise auf, allenfalls in kleineren Trupps. So fliegt sie in der Feldmark auf Nahrungssuche. Turteltauben meiden den Kontakt mit Menschen und ihren Siedlungen. Sie bevorzugen abwechslungsreiche Landschaften mit Wald und Feld. Dann und wann hat man Turteltauben auf einsam gelegenen Gehöften beobachtet, wo sie sich über Futter für Geflügel hergemacht haben. Sie brüten im Wald, in Feldgehölzen und Auwäldern. Ihre kleinen Nester bauen sie schmucklos, aber in guter Deckung. Die beiden weißen Eier werden 17 Tage lang von beiden Partnern abwechselnd bebrütet.
Die Aufzucht der Jungen erfolgt wie bei den anderen Wildtaubenarten. Wegen der Kürze ihrer sommerlichen Aufenthalte bei uns sind jährlich nur 2 Bruten möglich. Bei uns sind Turteltauben, wie schon betont, ganzjährig geschont. Aber in den Mittelmeerländern werden sie als begehrtes Flugwild stark bejagt, sodass manches Taubenpaar bei uns nicht wieder zum Brüten erscheint. Bejagt werden darf bei uns dagegen die Türkentaube. Für sie gelten die gleichen Jagdzeiten wie für die Ringeltaube. Die Türkentaube stammt, wie auch ihr Name schon aussagt, aus Vorderasien. Und nur dort kam sie bis in die 1940er Jahre vor. Dann drang sie invasionsartig nach Europa vor. Sie ist also ein noch ziemlich neuer Zuwanderer. In weniger als 50 Jahren ist es ihr gelungen, sich über alle Länder Europas auszubreiten. Nur bis auf die Iberische Halbinsel ist sie bis jetzt noch nicht vorgedrungen. Aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch das geschafft hat. Türkentauben sind etwas größer als Turteltauben. Ihr Gefieder ist oben graubraun und unten etwas heller mit einem leicht rötlichen Schimmer. Von der Turteltaube kann man sie leicht an dem schwarzen Nackenband und dem schwarzen Stoß mit weißem Ende unterscheiden. Den Jungtauben fehlt allerdings das Nackenband. Im Gegensatz zur Turteltaube hält sich die Türkentaube mit Vorliebe in der Nähe von Siedlungen auf. In Städten und Dörfern, in Parks und Grünanlagen. Dort tauchen sie einzeln oder in kleinen Trupps auf. Im Winter kann man sie manchmal an Vogelfütterungen beobachten. Scherzhaft könnte man sagen, Türkentauben haben Nerven wie Drahtseile. Denn bisweilen nisten sie mitten im tosenden Großstadtverkehr. Dafür suchen sie sich Bäume aus, in die sie ihre Nester in über 5 Meter Höhe bauen. Weil sie auch im Winter fast immer hier bleiben, schaffen sie bis zu 4 Bruten im Jahr. Kein Wunder also, dass sie sich so sprunghaft vermehren. Die Jungen werden in der gleichen Weise wie bei allen Taubenarten aufgezogen. Weil Tauben uns so geläufig sind und uns so alltäglich vorkommen, neigen wir dazu, unsere 4 Wildtaubenarten zu wenig zu beachten. Aber allein schon ihre Rufe und ihr Gurren in unseren Wäldern haben eine gewisse romantische Komponente. Man kann das auch viel nüchterner sehen und sagen, Wildtauben stellen eine gute Atzung und somit ein Stück Lebensgrundlage für einige Greifvogelarten dar, womit ihre Daseinsberechtigung schon bewiesen wäre.